Ranger, ein attraktiver Beruf, Traumjob und viel Arbeit. Gern wird vor allem in den Sommermonaten der Hohnehof, ein Erlebniszentrum im Nationalpark, aufgesucht. Hier treffen wir auch Ranger Robby Meisner, der seinen Traumjob gefunden hat. Ich habe eigentlich mal Schlosser gelernt. Ich habe mal Beruf mit Abitur damals gelernt und habe auch in Magdeburg mal Maschinenbau studiert, habe aber dann kurz vor dem Ende der DDR hier im Forst angefangen. Und da wurde ja dann 1990 der Nationalpark Hochharz gegründet. Bin dann hier im Nationalpark schon als Waldarbeiter eingesetzt gewesen. Und dann 1992 gab es also wurde die Nationalparkwacht aufgebaut, und seit dem 1. August 1993 bin ich jetzt offiziell als Ranger hier im Nationalpark tätig, also schon ein paar Jährchen. Was begeistert Sie so an diesem Beruf? Ja, das sind mehrere Dinge. Zum einen natürlich, man ist sehr viel draußen in der Natur, aber man hat auch sehr viel mit Menschen zu tun, lernt auch sehr viele Menschen kennen und natürlich auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass man also ja das, was man in der Natur lernt oder was man draußen lernt, eben auch versucht zu vermitteln, was ja für die Zukunft ja doch wichtig ist, dass also auch die werdenden Erwachsenen dann später ja die Dinge auch weiter wertschätzen und weiterführen. Ranger und Mitarbeiter des Nationalparks sind Vermittler zwischen Mensch und Natur. Sie kennen die Schutzgebiete und wollen die Besucher für die Umwelt sensibilisieren. Die Arbeit hat sich verändert, ist vielfältiger geworden, und der Nationalpark Harz gehört mit seinen 25.000 Hektar zu den größten in Deutschland. Ranger ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Auch ehemalige Kollegen denken gern an ihre Zeit im Nationalpark zurück. Ja, es gab ja damals Zeiten nach der Wende. Das ganze Gebiet, wo ich gearbeitet habe, wurde Nationalpark, und es hat sich so ergeben, die letzten Jahre meines Dienstes noch als Ranger zu arbeiten. Und was fasziniert Sie an diesem Beruf oder hat Sie fasziniert? Man ist täglich draußen, in der Natur, mit Menschen zu tun. Kindern auch, aber ich hatte meistens mit Kindern zu tun und mein Dienst war meistens auf dem Brocken. Und das war nun wunderschön da oben immer. Der internationale Tag der Ranger, der 31. Juli, soll an die weltweite Arbeit der Natur- und Landschaftspfleger erinnern. Dafür engagiert sich seit Jahren auch Robby Meisner. Vor allen Dingen wird auch erinnert, nicht nur an die Arbeit der Ranger weltweit, sondern auch an diejenigen, die also in Ausübung ihres Dienstes gestorben sind. Und das sind, wenn man überlegt, 75% von den Rangern, die also gestorben sind, wurden getötet, also ermordet oder sind anderweitig bei der Ausübung ihres Berufes ums Leben gekommen, beim Schutz der Natur und auch der kulturellen Güter. Und wir haben heute einen sehr schönen Film, den wir vorführen. Ein Ranger-Kollege aus Australien, der Sean Wilmore, hat also 2005 eine Weltreise fast gemacht und hat also die Arbeit der Ranger dokumentiert weltweit. Und wenn man das natürlich ins Verhältnis setzt, ist die Arbeit hier in Deutschland nicht so gefährlich. Aber in Afrika, in Asien sind also die Kollegen mit Waffe, sind militärisch ausgebildet und kämpfen gegen Wilderer. Und das ist natürlich schon sehr gefährlich und geht nicht immer gut. Hier im Nationalpark Harz haben die Ranger keine gefährlichen Abenteuer zu bestehen. Dennoch ist es für die 36 Mitarbeiter, unter ihnen drei Frauen, eine Arbeit, die ihren ganzen Einsatz erfordert. Das ist aber vielleicht nicht so, dass jeder Besucher unbedingt gleich erwartet, dass auch Frauen in diesem Beruf tätig sind. Aber inzwischen, denke ich, hat man sich da auch ganz gut dran gewöhnt, dass auch die Frauen diesen Beruf gern ausüben. Und man merkt das auch an den Rückmeldungen, dass das dann eigentlich doch für Besucher auch recht sympathisch ist, wenn auch mal Frauen die Welt erklären, die Natur erklären. Routinedienst, Führung und die Umsetzung von Bildungsprojekten gehört zu den täglichen Arbeiten eines Rangers. Dazu zählt auch, den einen oder anderen Wanderer auf die Gesetze des Nationalparks hinzuweisen,
wie zum Beispiel das Anleihen der Hunde. Wer in den Harz kommt, möchte natürlich auch sich erfreuen und das dürfen sie auch und das ist auch bei fast allen der Fall. Natürlich gibt es wie überall auch Gäste, die sich nicht immer an die Spielregeln halten. Im Normalfall gelingt es uns eigentlich auch, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, sie darauf hinweisen, weiß ich, dass sie sich abseits der Wege befinden oder eben, dass sie bei Waldbrandgefahr nicht rauchen dürfen oder eben ihre Hunde anleihen. Von daher ist es eigentlich bei den allermeisten kein Problem. Und ja, ich wünsche mir, dass sie sich wohlfühlen hier im Nationalpark und wiederkommen und ja, ein bisschen was auch in ihrer Heimat dann mitnehmen. Hilfe und Unterstützung bei der Bildungsarbeit erhält der Nationalpark auch von Praktikanten und Teilnehmern des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Sie helfen vor allem mit, die Angebotspalette für Kinder zu bereichern. Es ist wirklich wunderbar, hier die Führung zu geben auf dem Löwenzahnpfad mit den Kindern. Es gibt eine völlig neue Erfahrung auch. Also heute haben wir auf unserem Hof einen Kräutertag. Das beginnt mit einer kleinen Kräuterführung hier rund um den Honehof. Da werden frische Pflanzen gesammelt und auch einige Fakten über diese vorgestellt. Anschließend dürfen die Kinder Kräuterquark selber mischen und natürlich auch verkosten. Und als kleines Mitbringsel für zu Hause kann ein Kräutersäckchen genäht werden. Die ganzen 3 Monate waren eigentlich überragend. Also die Arbeit war super. Also das mit den Kindern macht mir super Spaß. Alle Leute hier nett, Wohnung, die habe ich jetzt hier direkt nebenan, also ja, abends hat man seine Ruhe, kein Stress, kein Internet. Ja, also so die ganze Kombination Arbeit, Wohnen, Leben und sonst am Wochenende dann halt immer wandern, also ja, war super. Das Erlebniszentrum Honehof ist nur ein Stützpunkt im Nationalpark, der vielfältige Programme für Kinder und andere Besucher anbietet. Ihr Umweltbewusstsein fördert und sie für den Erhalt der Natur sensibilisiert. Ohne die Ranger des Nationalparks würde das Naturerbe mit seiner biologischen Vielfalt nicht bewahrt werden.